Wie ihr in meinen letzten Videos wahrscheinlich schon bemerkt habt, mache ich mir momentan Gedanken über eine Zweitkamera, die ich mir kaufen möchte. Mein Favorit war bisher die Sony A6400. Sie ist zwar günstig, vergleichsweise mit anderen Kameras, aber immer noch teuer, wenn man jetzt mal so insgesamt betrachtet, 700 Euro hat man jetzt mal eben nicht so in der Hosentasche. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere das Ganze mal aus mit dem Handy, womit ich hier auch jetzt gerade noch nebenbei filme. Das habe ich jetzt auch mal in den letzten Videos verwendet und es ist sogar recht gut angekommen. Das, wo ich im Keller gefilmt habe, wo ich es sogar eigentlich gar nicht mal so schön fand mit dem Klopapier im Hintergrund, fandet ihr wirklich super. Jetzt stellt sich für mich also wieder die Frage, brauche ich überhaupt so eine Zweitkamera wie zum Beispiel die Sony A6400 oder reicht nicht einfach für in Zukunft für meine Aufnahmen das iPhone 13 Pro Max mit der 3x Zoom-Kamera, was ja umgerechnet ungefähr 70 mm auf einer Kamera wären? Das klären wir heute in diesem Video. Legen wir los. Was ist eigentlich der Zweck von so einer Zweitkamera? Was soll sie eigentlich tun? Wofür ist sie eigentlich gedacht? Wie ich es gelernt habe, ist eine zweite Perspektive zu bieten. Das heißt, wenn man mit der Hauptkamera mit 35 mm filmt, ist es zwar nicht ganz das gleiche, aber wenn man dann halt weitwinkliger filmt, dann sollte man immer eine Zweitkamera haben, die noch etwas reingezoomter ist, wie halt jetzt zum Beispiel 70 mm auf dem iPhone. Dabei soll die Zweitaufnahme natürlich auch schön cinematisch aussehen, was ja bei einer Kamera bei 70 mm schon dafür sorgt, dass man einen unscharfen Hintergrund bekommt. Bei dem iPhone eine andere Sache, denn der Sensor ist hier viel, viel kleiner und Hintergrund und Schärfe sieht man hier nicht so wirklich. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, ob mir diese Qualität von dem Handy reichen würde. Denn das 4K auf einer Kamera ist natürlich auch sehr viel anders als das 4K auf einem iPhone. Wir haben jetzt hier S-Log 3 mit perfektem Dynamikumfang. Fenster sind zwar immer noch ausgebrannt, aber verhältnismäßig schon viel Dynamikumfang. Und das Handy, was natürlich alles automatisch macht, wo der Himmel nicht ausgebrannt ist, weil es halt diese ganzen Features eingebaut hat. Damit wird dann halt auch wieder schwierig, das mit der ganzen zu der Kamera zu verbinden, weil auf meiner Kamera die Highlights ausgebrannt sind und auf meinem Handy nicht. Also zusammengefasst ist erstmal der erste Faktor die Hintergrundunschärfe, die man bei einem iPhone ja klar jetzt nicht hat. Selbst wenn man mit 70 mm filmt, hat man hier einfach keine Hintergrundunschärfe. Da sieht man einfach gar nichts. Und halt auch noch als zweiter Punkt, dass man eben nicht die Qualität, also nicht so das Matching an einer Kamera hat. Das Handy ist man noch so ein bisschen nachgeschärft. Die Farben kann man nicht direkt so wie bei S-Log 3 perfekt einstellen. Und das ist so der Unterschied. Dafür habe ich jetzt mal zwei Szenarien aufgenommen. Einmal in einem Studio-Environment, wo ich natürlich kontrolliertes Licht habe, wo keine Fenster irgendwie ausgebrannt sind, und einmal unkontrolliert in der freien Natur, wo ich gar kein künstliches Licht eingesetzt habe. Jetzt natürlich aber auch nochmal in einer naturellen Umgebung. Der gleiche Test jetzt nochmal mit der Blende 8, denn es sah nämlich schon nicht mehr ganz so richtig aus. Jetzt mit dieser vielen Hintergrundunschärfe hier, mit gar keiner Hintergrundunschärfe da. Was ihr hier jetzt gesehen habt, ist genau das, was ich gerade eben beschrieben habe. Die Hintergrundunschärfe fehlt und halt nochmal die Farbe, die Qualität ist nicht ganz die gleiche wie bei der richtigen Kamera. Das ist vor allem auch aufgefallen draußen, wo die Kamera selbst bei Blende 8 noch mehr Hintergrundunschärfe hatte, als jetzt das iPhone, was halt nun mal wirklich nichts hat und wo der Hintergrund einfach nur offensichtlich ist, der halt dann auch ablenken kann, wenn man mit einem noch ablenkenderen Hintergrund halt filmt, wie jetzt zum Beispiel in der Stadt, da gibt es ja noch mehr Menschen, das könnte halt schon sehr ablenken. Also, wir können in diesem Fall jetzt einfach nichts dagegen tun. Man könnte jetzt noch künstliche Features anwenden, sodass man jetzt noch sagt, ja, in DaVinci Resolve gibt es dieses Hintergrund und Schärfen-Ding, dass man dann jetzt das noch irgendwie künstlich einstellen kann. Ich habe aber nicht die Studio-Version und selbst wenn ich sie hätte, wäre das auch immer noch mit einem Qualitätsverlust verbunden. Kann man jetzt also das Handy als eine Zweitkamera nutzen? Und die Antwort ist, für das eigene YouTube-Setup, für so die eigenen Nutzen, wenn man eigene Videos machen will, ganz klar ja. Diese zweite Perspektive ist immer wirklich unterhaltend. Es gibt so ein bisschen Abwechslung, wenn man zwischen dieser Kamera und dieser Kamera wechselt. Das ist immer schön für den Zuschauer, dass man dann nicht immer dann direkt diese Langeweile hat. Man kann das gleichzeitig auch noch damit verbinden, noch so eine kleine Behind-the-Scenes-Aufnahme zu machen, wie ich es in meinem letzten Shutter-News-Videos gemacht habe. Da, wo man dann einfach mal sieht, wie wird das eigentlich gefilmt, mit der Softbox noch mit im Frame. Das kann ja auch ganz interessant sein.
Allerdings für professionelle Aufnahmen, wo dann wieder diese Hintergrund und Schärfe und diese Qualität eine Rolle spielt, sollte man sich dann aber, glaube ich, schon eine richtige Kamera kaufen. Muss dann jetzt auch nicht direkt wieder so eine richtig teure Kamera sein, eine Vollformatkamera wie die A74. Eine APS-C-Kamera reicht da völlig aus. Wenn man das mit einem 50mm 1.8er koppelt, hat man 70mm und man hat auch nicht wenig Hintergrund und Schärfe. Und jetzt auch S-Log. Mit 10-Bit braucht man auch nicht unbedingt, 8-Bit reicht da völlig aus. Da kann man auch noch genug diese Farben mit mixen, das geht vollkommen. Und da hätte man dann wirklich etwas. Aber wie gesagt, für die normalen YouTube-Aufnahmen ist das hier vollkommen okay. Was sagt ihr zu dieser Idee? Schreibt es gerne in die Kommentare, mich würde es wirklich sehr interessieren. Das war es jetzt aber mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hab's schon nämlich, ciao.